Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Sony Xperia XZ Premium ist ja ein super Smartphone. Aber was macht Sony, wenn Leute keine 600 Euro für ein Smartphone ausgeben wollen? Und da kommen die Mittelklasse-Geräte ins Spiel. Ich hatte so eines jetzt 2 Wochen lang im ausführlichen Test und darf euch heute in meinem Review verkünden, wie mir das Sony Xperia X gefallen hat. Viel Spaß! Erst einmal nochmal ein großes Dankeschön an Sony, die mir das Gerät zum Test zur Verfügung gestellt haben. Ich habe die Farbe Graphic Black bekommen, die mir super gefallen hat, denn so hat das Smartphone auch ein schönes und mattes und somit edles Aussehen, das mit dem minimalistischen Xperia-Aufdruck auf der Rückseite des Geräts ergänzt wird. Auf der rechten Seite befindet sich der Power-Button, der gleichzeitig auch als schneller und zuverlässiger Fingerabdrucksensor dient und dieser auch in 9 von 10 Fällen funktioniert hat. Zudem haben wir die laute Leise-Wippe, die weder knarzt noch wackelt, und einen speziellen Knopf, den nicht jedes Smartphone hat. Denn mit diesem Knopf können wir bei längerem Drücken in die Kamera gelangen und dort dann auch durch einfaches Drücken ein Foto machen. Der 5 Zoll Display mit einer Auflösung von 1080p, also Full HD, ist sehr scharf und gibt nicht zu übersättigte Bilder wieder. Bei den Blickwinkeln konnte ich auch nicht meckern, denn auch wenn man mal von der Seite darauf geschaut hat, konnte man alles ohne Probleme erkennen. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Und das konnte man der starken Helligkeit des Smartphones verdanken. Aber was braucht man noch zum Beispiel, um Videos auf einem guten Display schauen zu können? Genau, die Lautsprecher. Verbaut haben wir 2 Front Stereo Lautsprecher, die einen super klaren und angenehmen Sound wiedergeben. Durch ihre gute Position über dem Display sowie unter dem Display kann man sie außerdem schlecht verdecken. Der obere Frontlautsprecher dient außerdem als Hörmuschel. Verbaut haben wir einen Qualcomm Snapdragon 650 mit 3 GB RAM und 32 GB internem Speicher, den wir bis zu 200 GB mit einer MicroSD-Karte erweitern können. Ich habe das Xperia X eigentlich nie zum Ruckeln bringen können, auch wenn ich es wirklich wollte, und das hat man nicht bei jedem Smartphone. Auf dem Gerät läuft Android Nougat mit der eigenen Bedienoberfläche von Sony, die ein sehr schlichtes Aussehen hat und der Software des Google Pixels ein wenig ähnlich sieht, aufgrund der runden Icons, und es hat mir einfach sehr gut gefallen. Aber ich denke, das ist auch Geschmackssache. Wenn der 2620 mAh große Akku dann mal leer wird, können wir ihn dank der eingebauten Fast Charging Technologie wieder innerhalb von einer Stunde auf 100% aufladen. Bei mir hielt der Akku leider nur knapp einen ganzen Tag und das ist einfach sehr schade, und dort könnte man von einem Mittelklasse-Gerät deutlich mehr erwarten. Leider haben wir auch bei dem Xperia X kein USB-C, so wie es der große Flaggschiffbruder des Sony Xperia XZ Premium hat. Nun kommen wir aber mal zu dem Punkt, der eigentlich jedes Sony-Smartphone von den anderen abhebt: die Kamera. Heilige Scheiße ist die gut. Sie hat 23 Megapixel und schießt Bilder, die satte Farben haben und unheimlich scharf sind. Die Frontkamera hat 13 Megapixel und das ist sogar 1 Megapixel mehr als die Hauptkamera des iPhone 7. Sie schießt auch detailgetreue Selfies, die auch im schlechteren Licht noch ganz gut anzusehen sind. Videos können wir leider mit der Front als auch der Hauptkamera nur bis Full HD aufnehmen. Wer hier in 4K filmen will, muss zum Sony Xperia XZ oder XZ Premium greifen. Aber wir können die Videos in 30 oder 60 FPS filmen, wo ich dann auch die fehlende 4K-Funktion wenigstens ein wenig besser verkraften konnte. Das Sony Xperia X ist also ein solides Mittelklasse-Gerät. Würde man es jetzt aber mit einem XZ Premium vergleichen, wird es natürlich abstinken. Aber für Leute, die jetzt keine Hardcore-Nutzer sind, kann ich das Gerät auf jeden Fall empfehlen. So, dann würde ich sagen, war es mit dem heutigen Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn du mehr von mir sehen wollt, lass dir einfach ein Abo da. Ihr könnt das Video gerne auch über alle möglichen Social-Media-Webseiten teilen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin, ciao.